Herzlich willkommen bei S21 Bau-TV. Heute schon wieder Übersichtsfolien, denn es hat sich hier bei CAS 26 was verändert. Da zoomen wir gleich mal rein. Hier hinten haben wir CAS 26, Kelchfuß, die gelbe Plane zur Hälfte im Blick. Und bevor ich das Bild von gestern aktualisiere, hier sehen wir nochmal die Betonage von der Galeriestütze für K23. Das Foto wollte ich ja gestern einblenden. Habe es in der PDF korrigieren können, aber im Video war es zu spät. Ja, und wenn wir aktualisieren, dann sehen wir hier bei K26 die ersten Schalungselemente kommen an. Eins ist schon angelegt. Und wir haben es ja gestern besprochen von K25. Kommen die sind jetzt frei und haben die gleiche Höhe, weil es die gleiche Reihe ist, dieselbe Reihe. Können direkt rüber. K15 und hier hinten, danke für den Hinweis. Offensichtlich hat der Mischer, der gestern hier stand in BA21, den Beton für diese Seitenwand des Weges gebracht. Ich blende mal das aus. Also hier haben wir schon diese Seite. Naja, man kann sich vorstellen, wenn man es weiß, das Graue hier und hier rum und bis hier, und jetzt ist auch diese Schalung ausgefüllt. Dann können die fetten Säcke hier eingefüllt werden, und zwar Schaumglasschotter. In der Playlist Südeingang kann man sehen, dass in einige Videos hinterlegt, wie das hier drüben gemacht wurde. Schauen wir uns das Ganze von der Bahnhofdirektion an, von der alten Bahndirektion, so ist es korrekt. Also hier ist markiert, das passt, und hier sehen wir die Schalung. Sieht eigentlich nicht aus wie zwei, wegen diesem Schatten, aber von der Breite her, naja. Also da kommen sie ran, und R13 hat auch seine freigegeben. Ich denke, das sind einige von denen, die kommen rüber zu R12. Hier sehen wir jetzt, der Außenring hat zwei Schalungseinheiten, also mindestens. Man kann ja hier nicht so ganz einblicken, und hier bei K25, ich nehme mal die Projektion des Bahnsteigs raus, da wird die Innenschalung entfernt und offensichtlich auch die Außenschalung, denn die wird ja zu K26 Grad transportiert. Da versuchen wir nochmal das genauer anzuschauen. Und zwar mit der Webcam, die hier an diesem Kran da unten angebracht ist. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, in der Videobeschreibung ist ein Link zur PDF. Da sind dann alle Folien nochmal abgelegt. Jetzt schauen wir uns die Schalungsfolie an, also hier K26. Ja, und dann bräuchte es nur noch höchstwahrscheinlich von K22 die Schalung hierüber. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit, vor allen Dingen bei K23 muss jetzt auch noch diese Wandstütze gebaut werden. Und K26 habe ich hier noch nicht aufgenommen, warte ich erst noch ab. Manchmal werden die Schalungen ja angelegt, aber dann hat es irgendwo anders Priorität und dann zieht sich das ein bisschen hin. Übersichtstabelle habe ich aufgenommen, aber noch keinen Bauzustand. Was ist denn das jetzt? Ich brauche mal unbedingt was zu trinken. Diese Folie ist auch bekannt, hat jetzt nichts geändert. Und hier
Der Blick vom ITS, da sehen wir bei K26 kaum ein. Das ist die Schalung, die Plane über dem Kirchfuß und die Schalung dazu. Also ehrlich gesagt, ich kann sie nicht entdecken. Ja, dann schauen wir uns, wie gesagt, hier von dem Kran die Webcam an, beziehungsweise das Webcam-Bild. Und dann sieht es so aus, das fleißige Kerle zum Transportieren der Schalungseinheiten ist da. Die eine ist rausgenommen. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, das kann hier so drunter fahren und dann hebt es das bisschen an und dann werden die Füße ein bisschen zurückgeschoben und dann kann das Ganze nach unten. Die ganze Schalungseinheit und weggefahren werden. Noch ein Blick zu dem neuen Weg. Das ist hier. Also da kann es sein, dass heute oder dann eben nächste Woche die Schalung wegkommt. Mal schauen, wie es dann mit der Verfüllung losgeht. Und was ich noch spannend finde, wie wird es dann hier die Brücke eingesetzt, wird es dann ein Wochenende gesperrt und dann kommt es weg. Und ich nehme an, es wird nochmal dazwischen eine Stütze gebaut, weil das ist doch ganz schöne Spannweite. Wir werden sehen. Jetzt nochmal ein Blick da hinten auf BA21. So sah das gestern aus. Ich nehme an, der Mischer war das, wie ihr schon geschrieben habt. Und Aktualisierung auf heute ist jetzt nicht so spannend, aber interessant finde ich, wenn wir aufs Datum schauen, na, das ist ja, was ist denn das hier? Quatsch. Das ist nämlich dann richtig, wenn ich es so mache. Das ist das Datum vor einem Jahr. Da oben sieht man es noch. Die halbe Bodenplatte war drin. Der zweiten Hälfte wurde gearbeitet. Abflussrohr wird mit eingegossen. An den ersten Wänden wurde die Schalung aufgestellt. Also ein Jahr zu heute. Nur das da unten, da habe ich jetzt irgendwie. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und dann hat es doch nicht geklappt. Weiter geht's und zwar nach Pliningen, beziehungsweise zur Autobahnanschlussstelle Pliningen. Diese Schachtringe wurden auf die Fahrbahn gesetzt. Das ist der Blick Fahrtrichtung Ulm und jetzt Fahrtrichtung Stuttgart. Da sehen wir auch welche. Also da geht's weiter mit der Fahrbahn. Und noch ein Blick auf das Tunnelportal am Flughafen. Da wurde jetzt die letzte Verfüllung hier eingebracht und da wollte ich einfach mal ein bisschen in die Zeit zurückgehen. Sieht hier, wie das Stahlgitter entfernt wurde oder die Stahlkonstruktion und dann dieser Notausgang mit der Treppe. Hier die Treppe im Bau. Wird sie gerade armiert? Das war zu viel. Also wieder in die Zukunft. Und ich bin sicher, wir kriegen von Tongeldone noch hier wunderbare Webcam-Slideshow-Videos zu sehen. Und das einfach schon mal vorab. Und letzter Blick zur Filstalbrücke. Da musste hier schon der Freischneider ran, wie man hier sieht. Und jetzt gibt es eine Versammlung
Wir werden es in der Presse lesen. Vielleicht ist es schon online. Ich wurde nicht eingeladen oder wir. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.